Schönen guten Abend, schönen guten Tag. Ich bin Minister Kosch und ihr seid bei meinem Let's Play für Old World. Ja, ich hatte mir mal vorgenommen, weniger Ja zu sagen. Aber jetzt ist es hier ganz passend. Wie ihr seht und wie ihr vielleicht wisst aus der letzten Folge, stehen wir vor einem Scheideweg. Und ich hatte Karthago einen Waffenstillstand angeboten. Nachdem uns Griechenland zum zweiten Mal den Krieg erklärt hat. Sie behaupten zwar, dass das eine Rache war, weil ich ihnen den Krieg erklärt habe, aber das ist alles Lüge. Könnt ihr alles nachschauen. Und ich will keinen Zwei-Fronten-Krieg führen. Darauf dachte ich ja, vielleicht eine gute Idee, mit Karthago einen Waffenstillstand zu schließen. Wir haben ja noch keine einzige Schlacht geführt, mit Ausnahme eines einzelnen Kampf zwischen zwei Biremen. Und das ist das Ergebnis. Karthago bietet an, einen Waffenstillstand zu machen. Dafür müssten wir allerdings 40 Halbjahre lang, also 40 Züge, 12 Befehle ausgeben und an Karthago als Tribut abgeben. Und in der letzten Folge habe ich noch mich durchgerungen gehabt und wollte es annehmen. Aber habe dann die Folge dann beendet und ich muss sagen, das kann ich nicht annehmen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Machen wir das nochmal kleiner. Wir sind Rom. Hier, der italienische Stiefel gehört uns. Ganz Italien, bis auf Sardinien. Korsika haben wir jetzt das Barbarenlager getötet. Haben allerdings fast alle Truppen abgezogen, weil wir sie halt gegen Griechenland schicken wollten. In der Annahme, dass Karthago den Waffenstillstand annimmt. So ist die Situation. Karthago arbeitet hier langsam vor. Dadurch, dass wir jetzt hier die Armeen abgezogen haben und wir den Waffenstillstand nicht annehmen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Karthago hier rüber marschieren wird. Sie haben hier gerade ihr Boot verankert. Also wird Korsika auch zu Karthago gehören. Hier bauen wir gerade Siedler. Theoretisch ist es natürlich auch möglich, dass Karthago hier rüberkommt. Das wäre dann noch blöder. Es ist ein Zwei-Fronten-Krieg. Die Situation von Rom hier in dem Spiel ist echt bescheiden, wenn man halt das Spiel anfängt und man von der Diplomatie, von dem System noch nichts weiß. Und ich wusste nichts. Ich habe in der letzten Folge auch erst bemerkt, wie man Botschafter einstellt. Und im Rückblick muss ich ganz klar sagen, das ist natürlich ein Fehler von mir gewesen, das überhaupt zu dieser Situation kommen zu lassen. Ich hätte mich mit einem von beiden gutstellen müssen. Die sind hier halt nur mal zwischen den beiden aufgestellt. Und es ist unmöglich, hier einen Zwei-Fronten-Krieg zu führen gegen Griechenland und gleichzeitig gegen Karthago. Daher müsste ich viel besser sein. Und das bin ich nicht. Wenn ich es nochmal spielen würde, würde ich wahrscheinlich Griechenland per Diplomatie viel mehr einbinden, sodass die eine bessere Meinung von uns haben, weil Karthago einfach historisch der richtige Gegner für Rom ist. Aber nun ist es hier passiert. Und trotzdem, ich kann Karthago nicht 12 Befehle pro Runde schicken. Wir haben aktuell pro Runde, wir sind hier gerade am Rundenanfang immer noch, haben wir 29 Befehle gerade pro Runde. Ich habe keine Ahnung, ob das viel oder wenig ist. Auch da weiß ich nicht wirklich, habe ich keinen guten Überblick, was alles Befehle gibt und ob das was viel und was wenig ist. Aber wir hätten dann nur noch 17 und Befehle, haben wir schon gemerkt, ist die Ressource, die uns am meisten fehlt. Die behindert uns jede Runde lang, schon mit den 29 Befehlen. Und ich kann da nicht 12 Befehle abgeben. Geht nicht. Und ja, wenn ich das jetzt nicht mache, das ist die Risikovariante. Das kann sein, dass wir den Spielstand jetzt hier zugrunde richten und dass wir hier nie wieder Licht sehen werden. Dass Karthago Korsika besetzt, Sizilien besetzt, dann hier reindrückt. Ja, das ist möglich. Aber ich kann nicht mit 17 Befehlen hier gegen Griechenland kämpfen und noch den Stiefel ausbauen, weil das ist ja auch noch notwendig. Was jetzt tatsächlich notwendig wäre, ist nochmal zu gucken, was Befehle bringt
Und mehr aufrüsten. Also jede Stadt braucht Verteidiger, die dastehen, wenn Karthago übersetzen sollte. Und wir müssten hier ein paar griechische Einheiten schlagen. Das ist notwendig. Das letzte Mal hat uns Griechenland den Waffenstillstand irgendwann angeboten. Irgendwie 3 oder 4 Runden später haben sie uns dann wieder einen Krieg erklärt. Naja. Und daher, nein, wir werden diesen Waffenstillstand nicht annehmen. Der Mischling. Eines Tages bemerkt Prinz Postumus, das ist immer noch unser Sohn und Erbfolger, auf dem Trainingsgelände einen lahmen Straßenköter, der um Essensreste bettelt. Er nimmt sich der Kreatur an und pflegt sie wieder gesund. Von diesem Zeitpunkt an weicht das Tier nicht mehr von seiner Seite. Der Hund ist Postumus völlig ergeben. Der Hund ist Postumus völlig ergeben, der sich an. Ach so, Postumus wendet sich, okay. Der Hund ist Postumus völlig ergeben, der sich an euch wendet, um zu erfahren, wie der Welpe am besten erzogen werden soll. Welches Training schlagt ihr vor? Barmherzig. In der Situation jetzt brauchen wir keinen Barmherzigen. Wenn er streng wird, dann würden. Wenn er Statthalter wäre, würden alle Einheiten automatisch 100 Erfahrung kriegen. Oder er macht grausam. Nee, 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 grausam machen wir nicht. Das kostet Wachstum. Er soll bitte streng sein. So. Jetzt haben wir hier zumindest mal den Siedler fertig. Das heißt, wir könnten hier tatsächlich die Stadt gründen. Und das machen wir auch. Und wir geben ihr. Tja, welche Familie? Haben wir irgendeine Familie aktuell verärgert? Die Julia könnte man nehmen. Ja, machen wir die Julia. Das sind die Politikerfamilie. Kriegt hier einen kleinen Boost. So, wie immer, Syrakus, erste Aktion, einen Arbeiter. Oder sollen wir direkt aufs Militär gehen? Weil, sagen wir ehrlich, Karthago wird natürlich versuchen, da überzusetzen. Speerkämpfer fehlt uns wie üblich das Holz. Okay, Axtkämpfer ist it is. So, Produktion in Region. Da wurde der Siedler gerade gemacht. Da bitte den Speerkämpfer kaufen. Das Holz dafür einkaufen, bitte. So, Tarentum ist fertig. Der Akolytenälteste. Auch da bitte einen Axtkämpfer. So, diese Einheit hat das Theater fertig. Wir haben gerade das Sägewerk erforscht gehabt und da Holz tatsächlich die Mangelware ist. Ja, bitte hier das Holz. Okay. Da wurde die Feste fertig. Das heißt, in Capua würde als nächstes, wenn das hier fertig ist, die Schatzkammer. Würde bitte ein Hastatus gebaut werden. Der Arbeiter bleibt erstmal stehen. Hier ist das Theater fertig. Der Arbeiter bleibt aber auch erstmal stehen. Da ist auch die Feste in Rom fertig. Und auch wenn in Rom der Siedler fertig war, der war für Korsika vorgesehen, da wird er wohl nicht mehr gebraucht. Zumindest mal für eine Zeit lang. Aber auch da bitte einen Hastatus bauen. So, Mediolanum, ja. Auch da ist uns wieder ein erneuter Barbarenüberfall angekündigt worden. Ja, 7,5 Jahre. Die Stadt ist halt noch kaum einmal richtig ausgebaut. Deshalb bauen wir da mal einen Mauern. So, die Bauern bleiben erstmal alle stehen, bis ich mehr weiß, was ich mit den Militäreinheiten gemacht habe.
hier könnte man aber auch direkt das nächste Sägewerk bauen. Na. Gut, schauen wir erstmal hier. Romulus, das steht hier. Ist jetzt gerade angegriffen worden. Könnte hier 7 Punkte Schaden machen. Da auch. Ah, die machen leider nur 2. Gegen ihn 4. Gegen ihn auch 4. Müsste aber dastehen. Das Problem ist so ein bisschen jetzt. Kommt Romulus da nicht hin? Ach, ist wahrscheinlich eine Kontrollzone hier. Ja? Kommt da nicht hin. Ja. Ein Kriegsherr. Diese Einheit habe ich immer auch noch nicht gesehen von den Vandalen. Moment mal. Stammeskrieger, Nahkampfinfanterie, 5 Angriff und Verteidigung. Scheint sich wohl um ein Upgrade von Plünderer oder sowas zu handeln. Interessant. Wahrscheinlich auf dem selben Level wie die Speerkämpfer. Die machen 5 Schaden an ihm hier. Da kommen sie wie üblich nicht hin. Was haben wir hier noch? Okay. Den Krieger könnte man hier töten. Dann ist aber der Keulenwerfer. Habe ich auch noch nicht gesehen. Der Keulenwerfer natürlich dann Geschichte. Was haben wir hier hinten? Kriegsherr und Plünderer. Okay. Die Vandalenanheiten sind alle relativ... Alle also zum Teil verbessert wurden. Okay, wir müssen unbedingt griechische Einheiten töten. Von daher bitte mal ihn töten. So, die Einheiten hier hinten könnten dahin. Und da jeweils einen Befehl für ausgeben, also 2 insgesamt. Die Thraker scheinen mit den Griechen auch noch immer noch im Krieg zu sein. Mal gucken. Wo war das? Ja, hier. Griechen sind Krieg, genau. Minus 450. Ja, okay. Da fällt mir ein, ja... Wen hatten wir denn... belabert oder wollten wir belabern... Für den Frieden? Ach, Babylonien. Er hier. Der mag uns ja so ganz toll. 100 plus 185. Ah, nee, das ist Persien. Der Persien mag uns jetzt auch. Hat nicht Babylonien uns gemacht? Hier ist Babylonien. Warum sind wir denn auf einmal zerstritten mit dem Babylonier? Ja, dann mit Persien können wir auch Frieden schließen. Die sind ja auch ähnlich weit weg oder noch weiter weg als Babylonien. Interessiert mich ja eh nicht. Aber wir haben hier noch eine Ambition und die könnten wir abschließen, wenn wir mit dem Frieden schließen. Frieden vorschlagen. Es ist an der Zeit, die Beziehung zu Kyros und Persien zu stärken. Wir sollten es nicht bei einem Waffenstillstand belassen. Wie sollen wir um dauerhaften Frieden bitten? Nein, keine Tributzahlung. Der Friede ist erstrebenswert. Wir fordern einen Tribut oder vielleicht später. Ja, das ist auch sowas. Diese drei Optionen sind jetzt viel besser beschrieben. Bei dem Friedensvorschlag... Der Waffenstillstandsvorschlag gegen bei Karthago habe ich die erste Option genommen, weil diese ersten beiden Optionen extrem nah aneinander formuliert waren. Da war irgendwie Waffenstillstand erbitten und Waffenstillstand anbieten. Und mir war nicht ganz klar, welches ist. Und ich vermute, dass ich da das Falsche genommen habe. Und vielleicht hätte Karthago angeboten, einfach Waffenstillstand schließen ohne Tribut. Ich vermute, dass das die andere Option gewesen war. Aber
Ja, das ist passiert. Gut, bitte ohne Tribut, einfach mal anbieten. Schauen wir mal. So, jetzt zurück hier zu den Griechen. So, wenn Romulus hier den angreift, der wird ja dann wieder betäubt. Er müsste dann aber mindestens zwei Angriffe von den Schleuderern aushalten. Und von meinen Schleuderern kann nur einer angreifen. Und der macht nur einen Schaden von da und der macht drei Schaden. Ja, okay, machen wir das halt. Jetzt wird nur noch ein Schaden angezeigt. Hat er nicht eben drei Schaden angezeigt? Ach, hat Romulus einen Crit gemacht oder so? Kann das sein? Jetzt ist der eine Schaden nur deshalb, weil der eine Schaden zum Töten reicht. Ja, zwei Angriffe gegen Romulus sind trotzdem unausweichlich, vermutlich, außer er zieht sich zurück. Ja, oder der könnte auch noch angreifen, vielleicht. Mal gucken. Hier hat man aber gesagt, er könnte man auch einen Angriff machen. Nochmal auf. So, dann haben wir hier noch einen Schleuderer stehen, der muss unbedingt vor. Tja. Dahin bitte. Dann haben wir hier den letzten Barbaren vom ersten Barbarenüberfall. Und wir müssen die Militäreinheit hier abziehen, weil die wird eh sterben, wenn Karthago hier übersetzt. Beziehungsweise, Moment mal kurz. Könnten wir das Schiff töten? Der würde 5 Schaden machen. Und wir hätten dann noch 6 Befehle. Ah, der kommt nicht hin. Wo ist denn unser drittes Schiff? Hier ist eins, hier oben ist eins. Hier. Ja, wir müssten jetzt natürlich auch versuchen, die Schiffe von Karthago halt zu erwischen. In der Runde werden wir das Schiff nicht mehr erreichen, weil hätten es eh nicht erreicht von der Bewegungsreichweite her. Und wir brauchen da mindestens 3 Schiffe, um eins seiner Schiffe zu töten. Wahrscheinlich bräuchte man sogar ein viertes. Ja, also dann bitte erstmal die Miliz hier wieder nach Rom, bitte. Das Schiff vielleicht ab. Aufleveln. Oder das? Das andere ist schon, ne? Das andere ist ein Feuerschiff gewesen. Hier machen wir mal Fokus. Okay. Jetzt haben wir noch 8 Befehle. Wir ziehen hier die Vandalenmatte. Damit die Griechen zumindest mal sehen, dass da was ist.
Okay. Der Bauer baut bitte das Sägewerk. Ein Sägewerk bringt uns 5 Holz im Jahr. Okay. Das wäre dann nur so 2 Sägewerke. Das wäre dann unser Minus, das wir aktuell haben, wäre dann schon ausgeglichen. Sehr gut. Hier haben wir noch einen Bauern. Und hier auch noch. Und der Bauer baut hier wieder das Sägewerk. Okay, könnten wir diese einen Schleuderer, den wir hier haben, befördern? Alle anderen haben wir angegriffen, aber der würde 300 Punkte kosten. Ja, noch mehr. Er auch. Ihr könnt den General vertragen. Wir könnten alle den General vertragen. Es ist nur Romulus mit General. Auch ein Problem. Okay, der letzte Punkt stecken wir in die Bewegung von dem Schiff. Dann ist das zumindest mal das karthagische Schiff erreichbar im nächsten Zug. So, dann bitte den Zug beenden. Ja, Karthago setzt natürlich hier über, das ist klar. Jetzt habe ich sie auch freigezogen. Okay, die Griechen gehen da oben lang. Romulus wird angegriffen. Okay, wir haben einen kostenlosen Hastatus bekommen. Und ich glaube, das nächste mache ich die Vieh weiter. Die ist schon lang überfällig. Tyrannis, Verfassung. Verfassung, Dekret in der Hauptstadt. Ich habe keine Ahnung, was das ist aktuell. Ach, das sind diese Projekte. Okay, weiß ich aber auch nicht, was es ist. Egal. Hilft uns nicht im Krieg, glaube ich. Tyrannis, 20 Befehle pro Runde ist nicht schlecht. Und alle Städte würden 8 Gold kriegen. Bräuchte ich dann aber auch noch zusätzlich Souveränität. Noch mal aktuell nicht haben. Staatsreligion, Hochsynode, Archiv ist Forschung. Super viel Forschung sogar. Gericht würde Stadtkapital geben. Göttliche Herrschaft. Bräuchte man noch Staatsbürgerschaft? Nee, auf jeden Fall Viehzucht. Was ist das? Kostenlose Hofgelehrter. Würde uns vermutlich Forschung bringen. Nee, Viehweide ist schon lange überfällig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Schiff liegt immer noch hier. Das würde 4 Schaden machen. Und der würde auch immer noch nicht drankommen. Ach, verdammt. Ich dachte, das hätte gereicht. Die wenigen, was er da davor ist. Naja. Dann geht aber auf jeden Fall mal noch ein Stück vor. Vielleicht hierhin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wie viel würde uns denn jetzt hier fehlen? 2. Hier wird es ausreichen. Da wird man nur einen Befehl ausgeben. Ich glaube, ab hier ist das karthagische Schiff erreichbar. So, hier müssten wir dann auch hier hinziehen. Da wäre das karthagische Schiff sicher auch erreichbar. Ihn möchte ich bitte mal heilen. Weil ich würde dann gerne versuchen, das Schiff anzugreifen. So, die beiden hier heile ich auch erstmal. Und da habe ich eventuell noch was vor. Was mir jetzt so gerade in den Kopf gekommen ist, aber dafür müssten die beiden auf jeden Fall gesund sein.
So, wir haben einen kostenlosen Hastatus bekommen. Den haben wir hier. Mhm. Wie sieht es hier aus? Das ist eine Milizeinheit, wie es aussieht, ja. Da hat sich natürlich wieder so hingestellt, dass wir dann erstmal nicht vorbeikommen. Der haut erstmal da wieder drauf. So, wie sieht es mit den Schleuderern aus? Der macht 7 Punkte Schaden. Ja. So schön dieser Durchgang hier ist, so scheiße ist er auch beim Angreifen. Naja, ah ja, okay, jetzt fliegt Romulus, ist er dann tot. So, kommen jetzt die Schleuderer hier durch? Ja. Könnten ihn da drüben vielleicht töten. Naja, nicht ganz. Aber wir ziehen dahin. Ja, ein Punkt ist übrig. Der berühmte letzte Punkt immer. Er hier hat tatsächlich überlebt. Und da drüben kommen wir aber wieder mit Sicherheit nicht hin. Ja. Können wir die Vandalen eigentlich heilen? Sieht irgendwie nicht so aus, oder? Hm. Okay, wir geben unserem Hastatus, das ist jetzt unsere beste Einheit im Übrigen. Der hat 5,7 Angriffskraft. Wird beim Bauen nicht was von 6 erzählt? Ja, beim Bauen steht da 6. Warum hat er jetzt nur 5,7? Ach, weil die Familie verärgert ist. Ach. Die sollen sich mal alle nicht so haben. Das müsste die Claudia sein, oder? Ja, die sind minus 5. Die Unzufriedenheit in den Städten ist natürlich auch erheblich. Neidisch sind sie auch noch. Ja, irgendeiner Familie hat mehr Städte. Toll. Die Zentralisierungsgesetze mögen sie nicht. Mein Ansehen bei der Religion. Das war mir in der letzten Folge schon mal aufgefallen. Keine Ahnung, woran das liegt. Und wo sind jetzt hier das römische Heidentum? Aha, minus 10 von unserer Botschafterin. Minus 22, weil ich mich nicht an der Weihe eines neuen Schreins beteiligen wollte. Und minus 60, wir sind verschieden. Befehlshaber oder Stratege. Vermutlich ist das das Oberhaupt. Ja, genau, der Oberhaupt Patriarch Octavius. Mhm. Ja, das ist jetzt der Hauptgrund, warum das ins Minus gerutscht ist. Wenn das nicht wäre, könnte man dran arbeiten, aber ich könnte ihn töten, killen. Aber. Pff. Hm. 52 ist er und ich bin 50. Ja. Okay, ich wollte hier aber eigentlich dem Hastatus einen General geben. Und die Auswahl ist ja nicht groß. Wow. Hier wird man Angriffs- und Verteidigung verlieren und nur dann gewinnen, wenn gleiche Einheit angrenzt, was aktuell unwahrscheinlich ist. Aber plus 25% gegen General oder krank. Und hier führt Gegenangriff im Nahkampf aus. Und Crit. Familia, die Strenge. Nee, die Strategin. Nee, dann nehmen wir die. Die sieht ja toll aus. So.
Dann haben wir mit Sicherheit noch ein paar Arbeiter irgendwo rumstehen. Hier ist die Miliz, die soll da bitte schlafen in Syrakus. Der Botschafter, ja, den brauchen wir aktuell eigentlich auch nicht. Ja, die Schiffe, die stehen da gut. Können wir die noch befördern eigentlich? Oder einen General vielleicht hinzufügen? Dieses Schiff ist ja, hat ja ein Level bekommen. Wenn wir da einen General hinzufügen. Achso, das ist derselbe Pool wie für Landgeneräle. Mhm, okay. Paul ist ja die Befehlshaberin. 1% Crit, dafür etwas weniger Verteidigungsstärke. Aber plus 20% in gleiche Einheit angrenzt. Das ist bei den Schiffen schon eher der Fall. Ja. Von den Schiffen General. Und dieses Schiff könnte man mit 100 Ausbildungen auch noch ein Level geben. Manöver. Ignoriert Kontrollzone. Okay. Und überwältigen würde Spalten. Ist das nicht so noch nicht so sinnvoll? So viele Schiffe hat Karthago, glaube ich nicht. Wir wissen von 2 Schiffen. Ja. Das bekommt man Angriff. So, in Ravenna ist der Fischer gebaut worden. Ich überlege jetzt hier einen weiteren Spezialisten zu bauen oder tatsächlich noch einen Axt- oder Speerkämpfer. Ich glaube, oder ein Schiff. Aber ein Schiff ist zu weit weg da hinten. Ne, ein Schiff kommt da nicht hin. Ich nehme den Speerkämpfer. Oder den Axtkämpfer. Axt hat 5, Speer hat auch 5. Was ist denn das Durchbohren eigentlich vom Speerkämpfer? Angriffe durchbohren. Mhm. Ein durchbohrender Angriff fügt auch dem Feld hinter dem Zielschaden zu. Aha. Und die Spezialfähigkeit vom Axtkämpfer war, dass er spaltet, also dass nebenstehende Einheiten noch kriegen. Interessant. Wir nehmen mal den Speerkämpfer. Muss man das Holz zwar wieder kaufen, aber das ist dann halt so. Okay. Die Perser. Ne, die. Was? Waffenstillstand? Wer will Waffenstillstand? Karthago! Eine Gruppe Reiter nähert sich unserer Position in der Front. Ein Gesandter von Königin Daido führt sie an, der uns in respektvollem Ton einen Waffenstillstandsangebot unterbreitet. Karthago ist gewillt, das Kämpfen zu beenden. Ich wusste es. Ich glaube, ich habe die falsche Option in dem Waffenstillstandsangebot ausgewählt. Ich hätte jetzt in der Mitte anwählen müssen. Und die Besetzung war einfach komisch. Zumindest mal für mich. Gut, dann nächstes Mal. Interessanterweise habe ich aber gerade so ein bisschen Blut geleckt. Also ich werde es vermutlich annehmen, aber ich hatte tatsächlich gerade so ein bisschen Blut geleckt. Sie haben hier... haben doch schon einen Siedler. Ja, okay. Ich wollte hier eigentlich einen Angriff auf Korsika dann halt machen. Ich wollte das Schiff angreifen. Dann können sie nicht mehr übersetzen. Und stattdessen habe ich ja hier selber oben 2 Einheiten. Ich könnte dann noch übersetzen. Und mir so dann halt Karthago diese Stadt zurückholen, das Korsika. Aber wenn sie jetzt einen Waffenstillstand wollen. Ja. Eben habe ich da noch davon schwadroniert, dass ein Zwei-Fronten-Krieg nicht gewinnbringend ist.
nicht gewinnbar ist, so rum. Ja, aber wir müssen jetzt erstmal den annehmen. Wir müssen und erstmal müssen wir mit den Griechen hier fertig werden. Das muss, muss ein entscheidender Krieg gegen Griechenland werden. Und danach können wir uns um Karthago kümmern. Lasst es uns beenden, ja bitte. So. Was wir dann machen können. Diese Einheiten müssen sich um die Gallier kümmern. Das ist nur ein, das wäre ein, eine leichte Beute für Karthago. Wie weit sie hier hinten gekommen sind, wissen wir zum Beispiel gar nicht. Ob sie hier die Lager abgeräumt haben und da gesiedelt haben. Karthago hat ja auch recht viele Punkte. Sie haben 11 Städte jetzt, eine mächtige, 5 aufblühende und 5 unbedeutende. Oder sind es 6? Ja, 6. Also 12 Städte. Irgendwo müssen die sein. Und vermutlich haben sie die Lager hier schon abgeräumt. Wir müssen auf jeden Fall uns dieses Lager holen und deshalb würde ich diese Einheiten dann gegen die Gallier schicken. Ja, und da gehen wir auch direkt los, weil uns... Ne, die haben wir gerade geheilt, ne? Ja, genau. Dann gehen wir da nächste Runde los. Genau. So, was haben wir hier noch rumstehen? Diese Miliz, die soll da bitte schlafen. In Ravenna ist der Fischer fertig geworden. Hat man das nicht schon? Ah, das war hier in Aquileia. Mit dem Bauern. So, in Rom. Amphitheater. Das ist eine. Das ist kein Wunder, oder? Ne, das ist ein normales Gebäude. Es würde Kultur geben, Unzufriedenheit verringern und Steine kosten. Und dann den Dichter aktivieren. Wir haben ja das Theater schon. Moment mal kurz. Ja, sind beides Erweiterungen, keine Wunder. Aha, das Amphitheater ist einfach nur ein besseres Theater. Ah, und Amphitheater kann man erst bauen, nachdem das Theater gebaut wurde. Okay. Wie sieht denn das mit der Unzufriedenheit in Rom aus? Wir haben Stufe 2 und kriegen aktuell fast 6 pro Runde. So viel ist das gar nicht. Stufe 2 selbst ist auch noch okay. Auch wenn es minus 40 Ansehen sind. Ja, wir haben unseren Botschafter hier abgezogen in Rom. Der war vorher Statthalter von Rom. Oh, hier, unsere Gemahlin. Das kostet uns ein bisschen Befehle. Aber wir kriegen Gold. Ah, das kostet uns Ausbildung. Ich verwechsel das immer. Es kostet uns ein bisschen Ausbildung. Kriegen Forschung, Gold, einen Befehl und ein bisschen Wachstum. Das sieht gut aus. Genau. Capua ist immer noch Markus, der Intolerante. Okay. Ja, was wollen wir jetzt hier mit diesem
Arbeiter. Der könnte das Amphitheater bauen und der das Sägewerk. Ja, wir brauchen weiterhin Holz. Wir haben nur zwei Sägewerke beauftragt, sind 10 pro Runde. Das ist gerade plus minus 0. Brauchen auf jeden Fall noch eins. Hier hinten könnte man auch einen Weiler bauen und eins von den Bäumen dann abholzen. Ja, hier vielleicht einen Weiler hin. Das würde das Amphitheater auch verbessern. Aber erstmal das Amphitheater. So. Mal hier noch ein Arbeiter. Der bietet uns hier ein Theater an. Steinbruch, ja. Ich habe schon mal geguckt. Steinbrüche, wir kriegen jetzt plus 40 pro Runde. Eisen haben wir 52 die Runde. Vermutlich müssten wir aber eher unsere neuen Siedlungen für die Ressourcen nutzen. Jedes Theater würde das Holz abholzen. Netze. Sieht es denn hier mit der Zufriedenheit aus? Stufe 3 und plus 9. Nee, dann macht doch bitte da das Theater. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. So, dann haben wir alle Befehle ausgegeben. Nächste Runde. Ja, und Karthago gründet Korsika, die Siedlung, logisch. Und Griechenland, was machen die? Okay. Gegen den Schleuderer. Da kommt noch ein Schleuderer an. Hat er überlebt? Mit einem Punkt vielleicht? Herzog Numerius hat kein Problem mit Risiken, denn er ist wagemutig. Schön für ihn. Postumus ist zum römischen Heidenturm konvertiert, genauso wie Generalin Portia. Reaktion auf Frieden. Reiter aus Persien treffen in der Hauptstadt ein und verlangen, bei Hofe angehört zu werden. Wir sind gekommen, um eine weitere Bitte nach Frieden zu überbringen. Wie sollen wir diese Bitte beantworten? Benedikt Persien ist gleichwertig. Das ist immer schön zu hören. Und ja, Frieden ist gut. Das ist dann unser dritter Frieden, tatsächlich, glaube ich. Und dann hätten wir die Ambition auch erfüllt. Genau. Sehr schön. Und dann würde ich sagen, dann haben wir für die Runde auch sehr viel erreicht, glaube ich. Die Situation sieht ja doch ganz anders aus als zu Beginn der Folge. Ich bin ja noch auf Risiko gegangen mit dem Ablehnen des ersten Waffenstillstands in Karthago. Und das hat sich auch ausgezahlt. Gut. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr da in der nächsten Folge wieder dabei seid. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.